Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play. Und zwar zu Surviving Mars. Wir starten rein, aber wir brauchen kein Tutorial, denn das habe ich schon gespielt. Ich habe schon mal ein bisschen reingeguckt und so weiter und so fort. Und ja, wir starten einfach mal rein und gucken mal, was wir da so tun können. Ja. So, Missionssponsor. Das Land, die Organe. Okay. Ja, USA gönnen 8 Millionen. 10 Millionen. 8 Millionen. 10 Millionen. 6 Millionen. 9 Millionen. 8 Millionen. 4 Millionen. 5 Millionen. 6 Millionen. Ja, dann nehme ich einfach mal hier diese Blue Sun. Oligarch nehmen wir. Keine Ahnung, was das ist. Was nehmen wir da? Ach so. Keine Ahnung, was wir da nehmen. Wir nehmen finaler Countdown. So. Geheimnis. Man nimmt einfach mal das Leichte. Wähle bis zu 3 rivalisierende Kolonie aus und trete gegen sie an. Sie werden. So, gibt. Na gut. Zufällig, ja. Spielregeln. Nichts ausgewählt, so. Wir machen. So, ich will erstmal eine ganz normale starten. Okay, das brauchen wir jetzt. Einfache Wartung. Das können wir aber machen. Einfach Forschung, endloser Nachschub, schnelle Raketen, schnell scannen, freier Bau. Das ist ganz wichtig. Das wollte ich auch schon so machen. Erhöhte Produktion. Ja. Ja, komm, das machen wir mal. Mehr Bewerber, keine Katastrophen nicht. Ja. Komm, mach mal einfach. Amateure, Staub im Wind, Hunger. Das langer Flug. Gelände. Ja. Die letzte ja. Wirbelwind, der Winter naht. Ja, so werde ich das erstmal machen. Ach komm, das können wir auch noch machen. So. Da sind wir jetzt bei 19. Ist egal. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Achso, jetzt kommen wir hier. Okay. Lol. 6 Stück. Ja, das passt dann so alles. Weiter. Wähle ein. Ach, das. Terra Arabia. Okay. Wir müssen hier aufs Wasser und Beton und Metalle schauen. Das sieht hier ganz gut aus, obwohl das wenig Wasser. Ich denke mal, das ist am besten. Ja, das. Das ist definitiv am besten. Wir machen hier einfach mal Start und ja, let's go. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt komplett scheiße waren und scheiße ausgewählt haben. Es kann natürlich auch möglich sein, aber ich hoffe es einfach mal nicht. Und ja. Willkommen auf dem Mars. Willkommen auf dem Mars. Die Einsatzleitung kann es kaum erwarten, dass die Rakete landet und ihre wertvolle Fracht auslädt. Die Drohnen und Rover, unsere ferngesteuerten Augen und Hände auf dem runden Planeten. Unser Ziel ist es, für die Menschheit Fuß zu fassen, indem wir die erste Marskuppel errichten. Dies beängstigende Bestreben wird es mutigen Pionieren, den Gründern ermöglichen, sich auf dem Mars anzusiedeln und zu beweisen, dass die Kolonie eine Zukunft hat.
Aber bis es soweit ist, müssen wir dafür sorgen, dass die Kolonie genug Bauressourcen, Wasser, Sauerstoff und Strom hat. Missionssponsor Blue Sun Corporation, Commander Oligarch. Okay, wo wollen wir, also da starten wir wahrscheinlich. Das kann man, ach, jetzt kann man hier scannen, erforscht. Ja, das scanne ich hier erstmal, die drei. So, mach erstmal weiter außen rum. Hier sind wir, hier ist direkt auch ein Wasservorkommen, was ganz gut ist. Hier sind Gebirge, das ist, ja, okay. Kannst halt nicht so viel bauen. Aber wir müssen jetzt erstmal schauen. Ich würde, also hier ist direkt der Anfang, da würde ich hier, ja, hier so, erstmal die erste Rakete bauen. Weil hier ist auch direkt jede Menge Metall und da kommt sie an. Das ist ganz gut. Und, ja. Ich mache mal ein bisschen leiser. Okay, Kamerasteuerung. Ja, okay, gut, das kann ich alles. Bin ich nicht so dumm. Genau. Okay, ja, jetzt kommen hier diese kleinen Rover, sind das? Nee, Drohnen raus. Und die können jetzt direkt Metall abbauen. Das erste Ziel für mich ist, erstmal jetzt hier ein bisschen reinzukommen. Also, wir gehen erstmal ins Baumenü. Wir brauchen unbedingt einen Drohnen-Hub. Das ist gut, weil da werden dann halt diese Drohnen repariert und so weiter. Aber dafür brauchst du auch erstmal Strom. Und ich würde jetzt erstmal, weil wir ja freie Dings haben, bisschen Windräder bauen, die wir jetzt einmal mal hier eins und dann noch da eins daneben anbauen. Und genau, jetzt steht nämlich das auch schon da. Das haben sie jetzt auch fertig gebaut. Da kann hier einer auf der Seite und da auf der anderen Seite. Das müssen die jetzt erstmal fertig bauen. Das dauert noch mal kurz, aber die haben ja auch schon ein bisschen Nachschub. Wir können ja, da können ja das auch gleich schon mal machen. Lager. Ein Universallager bauen, weil da packen die dann das ganze Zeug drauf. Das ist gleich sinnvoller. Genau, packen wir erstmal drei Stück hin. Das bauen die jetzt hier erstmal schön fertig. Das ist ein ferngesteuerter Ernter. Dann können wir jetzt, ich merke schon, ich bin komplett heiß auf das Spiel. Also, ne? Da können wir dann erstmal das verbinden mit ein Stromkabel. Ja, ich denke mal, das geht so. So. Das müssen die dann natürlich auch erstmal bauen. Genau, jetzt transportieren die hier auch ein weiteres Zeug hier drauf und da drauf. Diese machen wir momentan noch nichts. Ich kann denen mal sagen, die sollen dorthin das einsammeln. Leg mich da hier hin. Genau. Der so kann das dann schon mal abbauen. So, dieses Ding funktioniert jetzt auch. Das haben wir nämlich jetzt schon verbunden. Und jetzt bringen die erstmal alle die Ressourcen rein. Und vielleicht ist mein Plan. Guck mal, jetzt haben wir hier auch schon ein bisschen gescannt. Hier sind auch jede Menge Wasserstellen. Das, vielleicht ist mein Plan, so eine ganze Stromleitung von hier so hier rum, dass wir dann alles hier unter Strom setzen, wo die Kabel hier sind. Also hier weiter Windräder, hier dann, was halt noch so Strom erzeugt. Und hier kommt dann diese ganzen Wasserquellen und sowas hin. Und dann dahinter kommen dann die Kuppeln. Das muss dann erstmal abgebaut werden. Da denke ich, könnte dann, bräuchte ich da eine neue Rakete. Aber das ist erstmal Zukunft, ja. Spieltempo, ich weiß, das kann man hochstellen, aber das ist mir jetzt erstmal egal. Man sieht hier schon, Nahrung haben wir sogar schon ein bisschen. Metalle haben wir schon gut, Edelmetalle jetzt noch nicht so viel, aber wir haben schon gut was drin.
Dann anscheinend haben die ja schon viele Ressourcen und der eine müsste das jetzt ganz abbauen, oder? Ne, der ist schon wieder anscheinend weg. Naja. Ja, was machen wir jetzt? Das ist bestimmt schon wieder fast voll. Na, nee. Aber, ja. Aber so viel Metall haben wir gar nicht hier. Das sind ja alles Gesteinsbrocken. Genau. Ja. Aber das wird gerade gescannt. Das haben wir jetzt schon gescannt. Da ist ein vorgeschlagenes. Da brauche ich Betonextraktor. Das ist ein unterirdisches Vorkommen. Das ist wieder ein Betonvorkommen. Und wir haben hier auch ein Betonvorkommen. Und das können wir auch gleich mal machen. Da würde ich aber jetzt extra einfach mal was machen. Und zwar. Können wir auch direkt so ein großes. Obwohl, nee, den würde ich erstmal noch nicht bauen. Wir brauchen eine Landeplattform nicht. Unterirdische Heizung auch nicht. Lebenserhaltung auch nicht. Ach genau, hier ein Betonextraktor. Der sollte das natürlich. Keine Ahnung. Ich stelle das jetzt einfach mal hier hin. Ich habe keine Ahnung. Das müssen die dann erstmal bauen. Das müssen wir jetzt erstmal wieder kurz warten. Und dann soll der das alles ja weggrasen. Genau. Wo ich hier auch sehe. Wir können auch forschen. Und da ist ein was ganz wichtig. Erschaffung von Seen, das gibt nämlich Wasser. Anbau ohne Kuppel, das ist auch wichtig. Also erstmal dieses Terraforming-Zeug. Angepasste Vegetation, das ist gut. Megasatelliten ist jetzt nicht. Planetare Projekte, das können wir auch einfach nochmal machen. So, da haben wir erstmal ein Stückchen. So, dann müssen die jetzt irgendwann mal anfangen hier zu bauen. Ah, die sind hier. Ah gut, da kommen hier schon die zwei. Ja. Aber wir legen direkt gut los. Und, ja. Ich hoffe, euch gefällt das Let's Play. Wir müssen jetzt erstmal warten. Das kann kurz dauern. Das können wir dann natürlich hier erstmal ein bisschen vorspulen. Und dann haben sie das jetzt fertig. Genau. Da fehlt dann jetzt wieder Strom. Genau. Und jetzt hier das Teil. Das wird dann hier überall gemacht. Der Strom, der kriegen wir natürlich hier rüber wieder. Da machen wir dann direkt ein großes Windrad. Das verbinden wir dann wieder mit einem Stromkabel. Geht das so? Hat sich das jetzt verbunden? Ach, das muss ja. Ah, gut. Ja, das muss erstmal gebaut werden. Und dann. Mal schauen. Ja. Genau. So, dann können wir auch erstmal wieder eine Standardposition. Die gehen jetzt wieder dorthin. Nicht funktionierende. Achso, ja. So, das ist gescannt. Da ist natürlich gar nichts, weil hier. Oh, das sind aber große Berge. Hier ist alles freie Fläche. Das ist gut. Wir können ja auch schon mal wieder theoretisch ein bisschen wieder was machen. Da können wir. Ja, nee, das brauchen wir nicht. Da können wir. Da. Ja, gut, das war's schon. Ja. Genau. Dann. Müssen wir auf jeden Fall schauen. Ach, jetzt passt das sogar. Okay. Fein. Ja, dann macht er das jetzt dir das ganze Zeug und das geht dann bis hierhin und dann. Ja, haben wir schon mal ein bisschen Beton und das ist schon mal schön. Ja, wir könnten nochmal hier so eine Lager hinstellen. Ein Universallager.
Ja, und schon haben wir dann so ein kleines Stück. Und das ist schön.